Hey ho und willkommen zurück zu Let's Play Genshin Impact, wie immer in 21 zu 9 und wie ihr erkennen könnt, befinden wir uns halt immer noch in Tsumeru. Das ist die Missionsding. Und ihr habt viel verpasst, denn, ja, sagen wir mal, vor ca. 13 Folgen kam Version 3.0 raus mit Tsumeru, haben dementsprechend in den ersten zwei Folgen ein bisschen die Gegend erkundet, haben ab der dritten Folge den Arken-Auftrag angenommen, hatten dann Alter, ich kann mir Namen einfach so blöd merken. Hier. Genau, Colley, nicht Colin, haben wir getroffen, wir haben Tinara getroffen, gerade bei ihr haben wir auch noch etwas über ihre Vergangenheit mitbekommen, die sehr mies war, auch über ihre Krankheit und so weiter. Dann sind wir nach Tsumeru gereist, hatten dort unter anderem gehört, dass hier in der Akademie eine sogenannte Wissenskonserve entwendet worden ist. Und wir haben Google Glasses noch dazu bekommen, auch sehr wichtig. Sind dann hier hingereist, hatten dann Wissenskonserven holen können, die geraubt worden sind und hatten dann von Akasha die, ach Gott, wie hießen die noch, diese rote Gottheitswissenskonserve in Aktion gesehen, was sich benachteiligt gegenüber einem Gildenbandenmitglied sich ausgewirkt hat und so weiter, haben das erstmal, also den ersten Akt, sage ich mal, abgeschlossen, sind dann zurück nach Tsumeru gereist und dann, ja, das zeige ich euch lieber mal direkt vor Ort, haben jemanden getroffen, die Informationen eventuell hätte über die Herren Kusanali. Ah ja, und die Tiere verfolgen einen auch jetzt. So wie ihr sehen könnt. Wenn ich jetzt gucke, setzt er sich hin, oder? Vorführeffekt. Wir hatten das erstmal nicht mitbekommen. Aber wir sind in einer Zeitschleife, beziehungsweise Zeitschleife ist nicht ganz richtig. Wir waren in so einer Art Loop festgesetzt worden. Da ist es halt so aufgebaut gewesen, dass die Zeit läuft zwar weiter, aber wir vergessen, was gestern passiert ist. Und weil es gab hier eine Verbindung mit ihr und den niederen Herren Kusanali. Und da will ich jetzt nicht zu viel spoilern, weil das ist sehr schwierig zu erklären. Ihr müsstet dafür auch die letzten 5 Folgen anschauen. Das könnt ihr mal, indem ihr oben rechts auf das Isebol klickt. Dann kommt ihr nämlich auf die Place von Genshin Impact. Aber ich würde sagen, wir fangen erstmal hier mal mit dem Probelauf an, weil wir hier gerade diesen einen Kapitel oder diesen einen Akt abgeschlossen haben. Würde sich jetzt gut anbieten, das hier zu machen und testen mal ein paar neue Charaktere. So. Gut. Dendron-Typ ist ja klar, sieht man ja an den Schmuck, den er hier hat. Ja. Die Öhrchen. Das mit der Kugel kam auch in der Story vor, in der 4. und 5. Episode nach Version 3.0. Denn wir wurden durch so ein Parfüm, durch so einen Duft unmächtig, hatten aber was gesehen, was wir erst als wir eine Illusion hielten, was aber doch eine Illusion sein soll, laut den Aussagen, was wir hier bekommen hatten. Und dass Leute seine Ohren streichen wollen, das haben wir auch schon von Colley und von Paimon bereits gehört. Gut, ja, ich finde auch das hier ehrlich gesagt interessant, nur... Was ist das, Fernkämpfer? Erstes Mal Dendron. Zack. Junge, was ist das für ein Schaden? Okay, wartet mal. Wie spielt man Dendron-Charaktere? Weil das war jetzt gerade so viel Schaden... Erhöht den Schaden aller Elemente um 12%. Erhält nach Treffern mit heftigen Schlägen den Effekt unermüdliche Jagd. Erhöht den Schaden heftigen Schlägen um 160% der Elementarkunde. Dieser Effekt verschwindet nach 10 Sekunden oder 12 heftigen Schlägen. Ha, okay, sowas ähnliches hatten wir schon mal gehabt. Nur ich glaube, dieses Mittelteil war etwas anders ausgelegt gewesen. KT 40%, Basisangriff 475, ist das 5-Sterne-Item. Okay, was komplett Neues, ne? Artefakten, gibt es da auch was Neues? Wanderorchester, okay, Elementarkunde und ja gut, das ist halt so ein bisschen basic. Ach, Colley ist hier auch drin, okay. Die wollte ich eigentlich separat testen. Erhöht den Dendron-Schaden, ja, verringert nach Treffen mit den Elementarfähigkeiten oder Spezialfähigkeiten den Dendro-Widerstand des Ziels 8 Sekunden lang um 30%. Was gar nicht mal so schlecht wäre, je nachdem wie man sie spielt. Dieser Effekt kann auch ausgelöst werden, wenn die damit ausgerüstete Figur inaktiv... Achso, gut, sowas gibt es aber auch mit diesem Set-Bonus. Nur hier ist hier Erinnerung des tiefen Waldes, das andere war, was mit Elektro, glaube ich, hatten wir gehabt. Was hat die dann für eine Waffe? Auch Fallenbogen? Auch sind beide Fernkämpfer. 4-Sterne-Item, Basisangriff sogar höher? Nee, wollte gerade sagen.
Aber Elementarkunde, 151 finde ich schon krass. Ich glaube, 120 war so um den Drehlimit bei den 4-Sterne-Sachen. Bin mir aber gar nicht gerade hundertprozentig sicher. Erhöht den Schaden von Elementarfähigkeiten und Spezialfähigkeit. Warte, Elementar und Spezialfähigkeit um 24%. Oh, not bad, ne? Gut. Da gibt es Gründe. Elektrodendron. Geodendron weiß ich gerade nicht. Der hat seine Pfeile ziemlich schnell aufgeladen. Alter. Can't see. Die Ulti. Let's nip that in the butt. Habe ich gerade dreimal 25.000 Schaden gesehen? Weil da waren so viele Zahlen überlappend. Alter, wie viele Pfeile kann er machen? Ist das wie Yomiya? Weil Yomiya kann Auto-Aimen. Also die hat irgendwie mehrere Pfeile. Was hier, die Ulti? Ne, sind alle um die 2.500 bis 3.000. Alter. Ah, da bin ich mal gespannt. Eule hat da große Schwächen. Alter. Wenn man einen kritischen Treffer gibt, kriegt er direkt 8.000. Debuffen wir den ein bisschen. Oh, okay. Wenn er diese Blase hat, dann schießt er mehrere Pfeile. Okay, Blase ist weg. Okay, lasst mich nochmal checken. Testen wir es nochmal. Wenn ich das so mache und dann die Ulti. Nee, ist, also ich habe jetzt da keinen Unterschied gesehen, aber okay, ich verstehe jetzt diesen Charakter, wie man den zu spielen hat. Denn mir ist halt aufgefallen, seit Amber, Fallenbogen, haben sie alle Fall- und Bogen-Charaktere ein bisschen gebufft, die hinterher released worden sind. Im Sinne von, dass die Pfeile so auto-aimen, weil bei Amber ist das nicht so. Aber bei Amber geht man glaube ich, auch eher auf Crit, so ungefähr. Ich kann auch verstehen, warum Leute dann sagen, Amber ist halt der schlechteste Fernkämpfer in diesem Sinne. Aber gut, ist es nicht in fast jedem Spiel so, dass die Standard- oder die ersten Charaktere immer so ein bisschen, so nicht perfekt sind, sage ich jetzt mal vorsichtig. So, hier gibt es auch wieder Urgestein. Zhongling haben wir bereits mehrfach testen können. Vor allem im Event mit Yelan, als sie released worden ist, konnten wir sehr viel damit machen, weil da konnten wir so Turnieren teilnehmen. Auch davor in den Update konnte man an Turnieren teilnehmen und Charaktere testen, wo er unter anderem dabei ist. Er ist nur einfach merkwürdig, der haut einfach so ein Meteor aus. Memphis Wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Smash Meteorit und macht auch viel Schaden, aber ich finde den so als... Ja, gut. Das macht nicht viel mehr. Und immer diesen komischen Spruch, den jeder irgendwie memt. Nur was ist seine zweite AFK-Animation? Ist ja 5-Sterne-Charakter. Er müsste noch was haben, oder? Ich würde gleich mal gucken, was er für Items hat, was da empfohlen wird. Oder, naja, aus Sicht der Entwickler sinnvoll sei. Ach, das da war das. Aber das ist dieser Meteor, den ich gerade erwähnt hatte. So, schauen wir mal, was er für Items hat. Stangenwaffe, Lanze, klar. Der kann relativ schnell attackieren, so. 5 Sterne, Basisangriff 532. Achso, das andere war bei 400er, ne? Ja, okay. Angriff nochmal 45%. Alter, okay, er erhöht die Schildeffizienz um 20%. Achso, das ist das. Erhöht die Wirksamkeit der Erhöhung des Angriffs außerdem im Schutz vom Schilde um 100%. Was? Also wobei, Noel braucht man nicht, weil er ist ja vom Typ Geo. Das heißt, sobald er einmal mit seiner Attacke irgendwas smasht, dann kommen ja diese Geo-Kristallen und dann hat man ja Verteidigung. Ach genau, Zähigkeit der Milliliten hatten wir auch bereits ein paar davon. Uns fehlen noch ein paar. Das ist dieses... Erhöht den LP. Also ja genau, mit einem LP und noch irgendwas. Ich verwechsel diese Fehler mit irgendein anderes Bild. Gut. Dann zeige ich euch das, was ich meine, falls ihr es noch nicht kennt. Zack. Ich will erstmal die Ulti aufbauen. Zack, 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 zack. Man kann die irgendwie da drauf landen. Zack, zack, zack. Warte, so und... Zack. Okay, getroffen, aber ja, so viel Schatz macht's doch nicht. Nur die Ulti aufzubauen ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, bei Xinglang gab es mehr auf Aufladerate. Das ist ja auch längst eine Kämpferin. So, genau. Jetzt alle schön zusammen. Alle hier hinkommen und dann einfach... Boom.
einfach 15.000 Schaden, jeden einzelnen Charakter. Ah, der Ding hat das sein Dings aufgebaut. Ist aber nicht so schlimm. Man kann ihn runterschubsen. Aha. Zack. Das kann mich aber auch blockieren. Ist ja fast wie bei Yuki, wenn man sie auf Geo spielt. Zack. Zack. Ulti ready. Und. Bam! 31.000 Schaden sogar. Machen wir es mal gleich in dieser Kombination. Ah, irgendwie. Was ist mit Lisa? Naja, okay. Vielleicht gerade suboptimal gegen eine von den Abgrundmagier diese Kombination einzusetzen. Zack. Zack. Ach, komm schon. Aber die Säule blockiert? Ah ne, der hat die Attacke so gesetzt, dass die Säule gar keinen Schuss hat. Zack. Und. Ja, ist weg. Ich musste echt gerade oben links wieder gucken, ob noch ein Gegner übrig geblieben ist. Ja, ich weiß nicht. So wie der hier ausgerüstet ist, finde ich den gerade nicht so gut. Als wir dieses Turnier gemacht haben, war der viel besser. So, das haben wir dann auch. Ihr könnt ja gerne in den Kommentaren schreiben, wie ihr dazu steht, zu den einzelnen Charaktere. Jetzt ist sie. Auch die braucht. Warte, was ist das? Achso, das sind diese neuen Materialien. Das hier, Bolzenspitze, braucht der ein oder andere Charakter leider auch. So. Wir wissen ja bereits Dendron. Ich gucke gleich, ob sie die gleichen Materialien hat, weil das Team ist jetzt komplett anders. Jetzt auch mit Wasser. Dendron und Wasser hatten ja auch spezielle neue Kombinationen. Na komm schon, du hast auch eine AFK-Animation. 100 pro. Oder? Ach, das mit dem Boomerang. Ich glaube, die hatten wir schon gesehen, die AFK-Animation. So. Okay, kurzer Check. Ist das das gleiche? Mit Sicherheit, ne? Erhöht den Schaden. Basisangriff. Ja, ist dasselbe. Set-Bonus. Ja, okay. Gut. Dann können wir ein bisschen mit Barbara rumspielen und mit ihr so als Kombination. Aufladerate ist ein bisschen. Dauert länger. Ah, warte, warte. Eins. Achso, ich dachte schon, die macht Flash. Oh. Wartet mal. Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Das ist gerade. Urwuchs wegen dem Elektro. Okay. Machen wir so. Erstmal alles nass machen. Genau, und dann droppen hier diese komischen Pflanzen, was wir bereits gelesen hatten. Das ist halt wirklich abhängig, welche Kombination man hier hat. Und was ist die Ulti? Dieser Buff. Okay. Also ist Collie eher Supporter? Die spielt sich nämlich ziemlich ähnlich wie Barbara. Nur halt, naja gut, sie mit Fall im Bogen. Achso, wir können ja Folgendes testen. Wir können diese Kombination machen und da dann dran. Ja. So. Warte, dann mit Feuer gab es auch, mit Wasser. Wir machen einfach mal alle Kombinationen. Vielleicht gibt es ja einen Achievement oder so. Ach, der ist zu weit weg. Laderat ist gerade nicht schlecht bei ihr. Weil die ist ja ready, aber das ist hier bei den Probeläufen ja auch immer schwer einzuschätzen. Das Sound ist nur ein bisschen aggressiv. Oh. Einmal so. Und zack. Okay, es macht schon mehr Schaden, aber es ist halt anders. Ob ich sagen würde, Dendron würde mir gefallen? Weiß ich noch nicht. Da müsste man sich erstmal dran gewöhnen. Das war damals mit Ningguang, mit den Geo-Charakteren genauso. Weil da war ich auch ein bisschen unsicher. Ist das so viel gut? Gerade Geo-Gegner sind ja sehr tanky, aber dann ist man selbst vielleicht auch tanky und so. Aber dann hat Ningguang mir sehr gut gefallen und ist gar nicht mal so schlecht, diesen Buff, dass man dieses Schild dann kriegt. Nur in diese Mitteilung, die wir dann bekommen haben, wegen neuen Gegnern und so weiter, das ist halt, gab es ja drei, mit Feuer, Wasser und Elektro. Und, ja. Achso, ich glaube, bei ihr kennen wir die Afghanen. Ich glaube, die hatten wir schon öfters, die Ion, ja doch, die Ion hatten wir öfters. Ich weiß aber nicht, was sie für Items hat. Also, Artefakten-Set und so. Ja, genau.
So, gucken wir mal. Was war sie? Ich glaube, die hat Pfeil und Bogen und so ein Schutzschild vor einem. Genau, Basis 497, Aufladerate ist dafür sehr hoch. Überspringt die Abklingzeit, das haben wir für Kuchin. Ne, für Kuchin nicht. Für wen hatten wir das? Wir haben es auf jeden Fall für Noelle. Bei Noelle habe ich sogar Verfeindungsgrad 2. 3 wäre mir lieber, gerade bei Noelle, aber okay. In Herz geschlossenes Mädchen, da hatten wir, also ich glaube, die hauen wir mal weg, weil Supporter, so Heileffekten und so. Ja, gut. Ich finde immer, dass da die ganzen kleinen Charaktere, wie die umlaufen. Genau. Zack. Und Kryo war das. Ja, ja, da war das. Ah. Zack. Genau, sie attackiert auch relativ langsam. Gut, ist jetzt kein... Cooldown Skip. Warte. Ah, okay, jetzt check ich, warum genau diesen Fallenbogen. Einfach, weil sie ihr Schutzschild jedes Mal machen kann. Und wenn sie das macht, kommt ja immer dieses... Wie heißt das? Diese Effekten. Diese Eiszapfenkristalle, keine Ahnung. Also das Ding halt einfach. Ich will das hintere treffen. Boah, ich bin schon so ungewohnt. Ah. Zack. Ja, genau. Diona hatte mich nicht ganz gepackt. Weil ich mit ihr nicht so klarkomme, dass es so langsam ist. Mit Kerl kann man ja ein bisschen beschleunigen. So Doppelfrost müsste jetzt 10 oder 15% mehr Angriff geben. Zack. Zack. Wir müssen auf jeden Fall drinnen bleiben, damit sie dieses Attribut übernehmen. Zack. Ach ja, die können ja streuen. Voll verpeilt. Dafür können die auch umfallen. Zack. Alter. Das Schutzschild ist halt kurz. Zack. Ah, daneben. Ende. Cooldown Skip. Zack. Ulti. Kommt näher und dann bleibt die schön feist. Zack. Hör auf, wegzuspringen. Wir brauchen dich hier. Alter. Ich muss mich daran gewöhnen, dass das Schutzschild nicht so besonders lange hält. Vielleicht nochmal Kea. Kombination. Zack, 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 zack. Na, es macht nicht so viel Schaden. Er kommt nochmal als letztes. Abgrundnagel, Typ Feuer. Ich weiß gar nicht. Zack. Sag ich doch. Ulti ready. Ah, da würde sich auch anbieten, Schmelzen zu verursachen. Und zack. Zack. Ah, ihr seht ja, dieser Schaden ist nicht so. Also so solo. Naja. Zack. Die ist mehr Support allein. Ja, auf Fiona wechseln. Boah, der Kampf dauert aber auch wirklich länger. Zack. 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 Ah. Ja, ich erinnere mich. Bei ihr war es echt langwierig. Sollte aber dafür sorgen, dass er nicht aufsteht. Zack. Und? Ja. Okay. Nicht so. Nicht so meins. Definitiv nicht. So, okay, dann können wir da wieder die Belohnung abholen. Zack, zack, zack. Und jetzt kommt Amy. Und von ihr haben wir nicht nur den Charakter bekommen im letzten Event, sondern auch den Skin. So, genau, Elektro war das, ne? Genau, Elektro, Oz, genau, was war nochmal... Dings, Basisangriff und Elementarkunde. Okay, Elementarkunde, immer so in die Richtung. Die hat aber auch 151. Ich dachte, bei 4 Sterne wäre 120 Ende. Naja, gut. Verbeugung des Gladiators. Ja. Set mit 2 Teilen erhöht den Angriff um 18%. Set mit 2 Teilen erhöht den Elektroschaden um 15%. Diese Kombination. Naja, ich erinnere mich. Ich hatte nämlich bei Euler, hatte ich auch ein 2:2 Set gemacht. Das eine war... 18% Angriff, das andere 25% physischen Schaden. Oder irgendwie sowas. Und da war sie gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Und... I created another universe and founded paradise. For I
official, and the Prinzessin der Verirrt... Voll in der letzten Event beim Goldabfleischspiel der Synclelis anschauen, wird das auch ein bisschen so aufgeklärt. Ach ja, genau, ihr seid ja alle schön Wasser. Kommt näher. Und dann aus. No rest for the wicked. Zack, 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 zack. Ah, ich kann. Haben sie den verändert? No rest for the wicked, as you wish, Mainfoil. Ach ja, ich kann fliegen. Stimmt. Irgendwie ist Oz anders, oder? Ich weiß gar nicht, wie es beim letzten Mal war. Aber ich kann immer E drücken, wie ihr sehen könnt. Ah, jetzt ist Cooldown, okay. Eigentlich ist das schon eine coole Idee. Ich muss mich gewöhnen, alles sind so Fernkämpfer. Die sind halt alle im aktuellen Bann, aber dafür, dass immer der Blitzschlag kommt, ist gar nicht mal so schlecht. Ich weiß nicht, ob sich das durch den Element oder durch den Angriffsbonus irgendwie... Auch schon zu Ende. Krass. Ob das halt davon auch Einfluss nimmt oder nicht. Also inwiefern welche Kombination jetzt eher eintritt. So, und zu guter Letzt. Oder war das schon... Ja doch, Amy war bereits die Letzte. Okay, gut. Und so sehen halt die Banner aus. Die Banner... Ach, nein, das nicht. Die Banner sehen nämlich, ja, entweder Tinara, Collie, einfach schon, dass die beiden im selben Banner ist, finde ich schon nice gemacht von denen. Dann hat man wirklich die Chance, falls man polen würde, dass man auf jeden Fall sehr gute Chancen hat, Dendro-Charaktere zu kriegen. Ich weiß nicht, es gibt zurzeit nur zwei. Hier finde ich, ja, der ist nicht so schlecht, aber irgendwie so brauche ich im Augenblick nicht unbedingt. Also so ist es halt nicht. Gut, die Sachen und naja, da will ich auch irgendwann mal nochmal pullen, aber gut. Das heißt, dann haben wir den Probelauf jetzt erstmal soweit abgeschlossen. Ich würde auch mal sagen, gehen wir mal zu Catherine. Wir müssen unsere Erkundungsbelohnungen einsammeln und so weiter. Wo ist die? Hier, Teleporter. So, Catherine hatten wir nämlich auch mal in der freien Wildbahn gesehen, im Sinne von, dass sie mal, naja, auch Feierabend hat. Ach, die ist dann weg, wenn die Mission... Oh, okay. Weil die war nämlich eben da, wo wir waren. Nur ich dachte ehrlich gesagt, dass sie vielleicht, wenn wir die Mission noch nicht angenommen haben, dass das keine Wirkung erzielt. Wobei, wenn wir schon mal hier sind... Um was geht es? Ich möchte mir etwas schmieden lassen. Da möchte ich gerne gucken, ob sich da was geändert hatte. Aber nö. Irgendwie nö. Sind die gleichen Sachen leider. Oh, warte. Steinschneider, Prototyp, Angriff... Ist das Einhänder, das hier? Einhänder. Elementarkunde, Basisangriff. Erhöht den von diesen Figur verursachten Schaden nach Verursachen von Elementarschaden. 6 Sekunden lang. Ja, achso, ja. Nee, da hat sich echt nichts geändert. Schade. Ich wünsche mir manchmal, dass sie vielleicht ein paar Variationen mehr haben. Ach, ich weiß gar nicht, für wem das war. Erhöht beim Auslösen von Elektroreaktionen durch die mit dieser Waffe ausgerüstete Figur den Elementarschaden von Truppenmitgliedern mit den an Elementarreaktionen beteiligten Elementen. Ah, das wäre vielleicht was für Lisa, aber bei Lisa hatte ich damals mich dann doch dafür entschieden, meine ich. Ach, nee. Schade eigentlich. Ich hätte echt mehr gehofft. Wobei, ich, was kann ich denn noch kaufen, ehrlich gesagt? Ach, die Basics. Nevermindo. Ach, genau, diese Sachen sind jetzt auch wieder alle da. Wir sollten auf jeden Fall mal gucken mit unseren Artefakten. Eisen. Ah, da war noch was. Achso, das hier. Nein, 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 nein. So. Stumpfes Schwert haben wir. Okay. Artefakten gucken, weil wir haben da echt Mangel an Leveln und so weiter. Das, genau, weil die will ich nicht unbedingt leveln. Also die sind zwar auf 16 und so, aber die würde ich lieber ersetzen mit etwas mit 5 Sterne, damit wir nicht zu viel für, ja, investieren müssen. Was ist das? Angriff, kritischer Schaden. Set mit 2 Teilen. Ah, Hydro-Schaden. Ja, da brauchen wir gar nicht zu gucken, ehrlich gesagt. Das ist Kryo. Ja. Was ist bei Kuchin? Artefakten. Irgendwas, was wir noch nicht hatten. Also nicht gelevelt hatten. Hier zum Beispiel war es. Nur da weiß ich nicht, ob ich das so lassen würde. Weil, genau, hier haben wir blutigen Weg eines Ritters. Hofritual. Ah, genau, das müsste ich haben. Um den Zweier-Set zu kriegen. Ach, es ist so problematisch mit Artefakten. Wir haben zu viele Banner gepult. Bei ihr. Ach, genau, das ist ja total. Fallende Flamme. Ah, warte, das sind 2 Sets gewesen, ne? Ne, fallende Flamme. Lasset mich mal schauen.
Genau, da könnten wir was ersetzen. Angriff hätten wir prozentual. Das würde ich lieber eher haben wollen. Hier, Angriff. Warte, Moment mal. Verteidigung, LP, LP, Auflader. LP, Verteidigung, Elementarkunde bei ihr? Hm. Nein. Wobei, vielleicht kann ich irgendwas anderes nehmen. Angriff prozentual und... Ja, genau. Entweder habe ich hier prozentual oder ich hier. Und vor allem, hier habe ich 6,3% und hier habe ich nur 4,2%. Das ist halt das Problem, wo wir gerade im Augenblick sind. Also, ich hoffe halt durch das Update, dass wir viele Artefakten kriegen. Ja gut, das eine oder andere können wir locker leveln, aber... Elementarkunde, KT... Ne. Müssten wir wohl noch weiter abwarten. Okay, gut. Ich kann ja schon mal hier noch was schauen. Was haben wir da? Ah, genau. Das muss ich immer anklicken, weil ich das noch nicht gemacht hatte. Das sind halt die Sachen, die nur mit der Zeit freigeschaltet worden sind. Da müssen wir auch Fotos machen und solche Dinge oder ein paar andere Missionen. Ja. Was ist hier mit den Fotografien, die Tiere und so weiter? Würde ich vielleicht auch mal ein paar Mal machen wollen. Ausgerüstet haben wir ja die Kamera. Holzmetamorphose hatten wir mal die einleitende Mission gemacht, aber war da nicht irgendwas rot? Ist weg, okay. Genau, das ist seine Storyline. Dharmawald, da einfach hingehen. Neuer Boss. Genau, vermisste Schätze. Zum Auftrag würde ich aber lieber erst auf das nächste Mal skippen wollen. Gut, genau, was ist eigentlich mit dieser Kanne, die auf der Karte eingeblendet wird? Kaffeehaus. Okay. Denn das haben wir noch nicht besucht bis jetzt, oder? Ah ne, doch, hier waren wir doch schon. Achso, okay. Ich wollte schon sagen, hier waren wir schon mehrfach gewesen. Ah, vielleicht kann ich was kaufen. Willkommen. Eine gute Tasse Kaffee wird dir Energie für den ganzen Tag geben. Über die Katze im Kaffeehaus. Ach, du hast sicher Gata gesehen. Gata ist noch nicht einmal ein Jahr alt, aber sie ist bereits jetzt schon ein neugieriges Kätzchen. Jedes Mal, wenn ich Gäste mit einem Kaffeesatz die Zukunft voraussage, kommt sie hervor, um sich das anzusehen. Wenn du möchtest, kannst du Gata am Hinterkopf kraulen. Gata wird vor Freude schnurren und du wirst die sanftesten Berührungen der ganzen Welt verspüren. Hurra! Wieso Schatztruhe? Oh, wie es scheint, hast du auch eine Vorliebe für Katzen. Dann verrate ich dir einen kleinen Trick. Noch mehr als Fisch mag Gata den Geschmack von rohem Geflügel. Wenn sie das rohe Geflügel, das du ihr gibst, mag, dann könnt ihr bestimmt gute Freunde werden. Da bin ich jetzt mal neugierig. Kann ich da nicht interagieren? Und ist dann eine neue Mission gekommen, weil ich gerade verpeilt habe. Ah, ich verwechsel das Menü immer. Sprich mit Rudolf. Du Schatz unter den Reben, Ullmann. Da gibt's wieder sowas, okay. Nee. Wie kann ich denn nicht interagieren? Ich habe ja Gefühle bekommen, deswegen. Wo sind wir hier? Das hier ist das Puspa Kaffeehaus und ich bin die stellvertretende Geschäftsführerin. Als du zum ersten Mal bei uns zu Gast bist, möchte ich dich vorschlagen, mir deinen geschmacklichen Vorlieben zu nennen. Dann könnte ich dir einen passenden Kaffee empfehlen. Magst du es lieber etwas süßer oder doch lieber bitterer? Soll der Kaffee stärker oder doch etwas milder sein? Welchen Geschmack auch immer du bevorzugst, ich habe den perfekten Kaffee für dich. Ah, okay. Naja, wenigstens haben wir Gefühle bekommen, aber wäre schön, wenn man wirklich damit interagieren könnte. So, ich würde sagen, gehen wir langsam mal in diese Richtung zu Catherine. Da müssen wir einmal durch den Baum. Wir hatten auch in der letzten Folge auch das Sub-Zero-Fest auch bereits gesehen. Da hatte Nilu, ich glaube Nilu hieß sie, hat sie auch bereits hier getanzt und so weiter. Aber das hängt halt alles mit diesem Déjà-vu zusammen, denn das Déjà-vu hatte halt die Realität ein bisschen verzerrt und verändert. Na? Ja, dieser Hund steht wieder auf, der verfolgt mich jetzt. Na? Ne, heute nicht? Okay, gut. Und, ja, wie gesagt, hatte ich ja schon erzählt, es ist viel zu kompliziert, weil wir hatten die Tage schon 30, 40, 50 Mal erlebt. Aber erst hinterher wussten wir das halt auch. Aber nun gut,
Ich würde sagen, hier machen wir Cut ausnahmsweise. Wie es dann weitergeht, auch storytechnisch und so weiter, werdet ihr dementsprechend in den nächsten Episoden sehen. Deswegen empfehle ich euch ein Abo dazulassen, damit ihr nichts verpasst. Und naja, so supportet ihr mich auch aktiv am besten hier auf YouTube. Folgt mir auf meine Social Media Kanäle, die ich ebenfalls verlinkt habe, denn dort muss ich dann auch von anderen spielen. Ansonsten like, dislike, kommentiert meine Videos, Fragen, Anmerkungen, was auch immer. Ich versuche sie in der Regel auch zu beantworten und würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.